Ja, hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Far Cry 3 Blood Dragon. Ne? Dragon, ne? Was müssen wir denn eigentlich machen? Wir könnten jetzt erstmal ein paar Garnisonen hier befreien, denn das müssen wir ja quasi auch machen. Aber da unten haben wir auch den Auftrag, uns um den Damm zu kümmern. Ich würde sagen, wir setzen Wegpunkt auf diese Garnison und gehen dahin, befreien die. Und wenn wir da vorbei sind, dann können wir uns gleich, ich dachte, der hört uns, können wir uns auch gleich um unseren Auftrag da unten kümmern. Da hinten ist schon die Garnison. Ach, guck mal einer, schau. Wer bist du denn? Ah! Ich dachte, ich kann den irgendwie noch häuten. Müssen wir bloß aufpassen, weil jetzt hier ohne Drache am Start ist. Ich hoffe bloß, der lässt uns... Der lässt uns den Puma da, denn den wollte ich echt noch häuten. Das sieht so aus, als wäre das Vieh weg. Naja, zumindest haben wir ihn gekillt. Ich habe nämlich mal geguckt, die ganzen Waffenverbesserungen, die wir uns so holen können. Für die müssen wir diese Viecher killen. Ungeil. Zeit für ein Fresschen. Der rennt halt die ganze Zeit hin und her, das nervt. Alles klar. Ja, ja. Mhm. Scheiß Vieh. Krasse Kacke. Krasse Kacke. Ich frag mich halt, warum wir den Bogen nicht bei haben. Wir hatten ja eigentlich uns mal eingestellt, dass wir den Bogen haben. Aber anscheinend wollte da der Gott der Einstellung nicht, dass wir den Bogen auch tatsächlich bekommen. Zeige neue Mission an. Keinen Gegner übrig lassen. Bin dran. Okay. Jetzt mal gucken hier mit der... der Garnison. Damit könnten wir hier das Schild ausstellen. Die Frage ist, ob wir das wollen. Ein Drache ist auf jeden Fall hier in der Nähe, was sehr, sehr geil ist. What the fuck ist das denn? Das war kein normaler Drache. Beiß schön rein, kleiner Freund. Der gehört irgendwie zu denen. Und ich glaube, ich habe ihn befreit. Friss das, friss. Oh.
Das wollte ich eigentlich machen. Ui, ui, ui. Ist ja alles nur halb so wild. Krasse Scheiße. Wir kriegen den platt, Leute. Die Molotow-Cocktail. Oh, wow. Machen nicht so viel Schaden. Alter Verwalter. Scheiße, jetzt habe ich mich selbst angezündet. Wir haben aber leider nur noch die Molotows. Alter, die halten richtig was aus. Ich will den aber unbedingt weg haben. Der hat vorne an der Brust so eine Stelle, wo ich denke, das könnte tatsächlich auch eine empfindliche Stelle sein. Ah, das ist ganz gut, wenn die gegen den kämpfen. Ich meine, dann schaden die denen auch ein bisschen. Wenn auch nur ein bisschen. Oh, hätte er nicht im Auto bleiben können? Alter! Nein! Da ist die Hand kaputt. Freundchen. Das so klappt. Oh, da macht man richtig Schaden. Da muss man natürlich warten, bis der sich erhebt. Aber ich glaube, wir haben den gleich. Wir haben den gleich, Leute. What the fuck, Alter? 4 von 12 Tieren haben wir erledigt. Krasser Scheiß. Und die Garnison liegt erst vor uns.
Das ist ja eine gute Überraschung. Die ist unterirdisch. Gucken. Dass wir an irgendeinen Alarmknopf kommen. Der wahrscheinlich irgendwo oben ist. Nicht, dass hier ein Alarm losgeht. Da ist es. So, Alarm kann hier keiner mehr schlagen. Und es sieht so aus, als wäre er tatsächlich... Ah nee, da oben an den Knopf müssen wir ran. Okay, das kriegen wir doch hin, Leute. Ich glaube nicht, dass er uns gesehen hat. Garnisons-Megaschilde deaktiviert. Garnisons-Megaschilde deaktiviert. Okay, das waren die Schilde. Ich glaube, wir müssen echt nur den Fahrer killen und dann war's das hier. Oder wir machen es uns einfach. Und bitten mal einen unserer Kumpel hier rein. Oh, der wird seinen Spaß hier drin haben. Ja, so einfach geht's, Leute. Töte oder vertreibe. Alter, ich habe keine Herzen mehr. Hier waren nur noch ein paar Tote eigentlich. Jetzt die Frage, ob er von alleine rauskommt. Ich glaube, ja. Megaschilde online. Der steht direkt vor mir. Und tschüss. So. Guck mal, was? Ich bin da gestorben gerade. The fuck? Egal, soll uns nicht kümmern. Was für eine bekloppte Folge. Waffen. Wir müssen mal gucken, weil ich habe nämlich, wie gesagt, habe mir das mal angeguckt. Und hier steht zum Beispiel Freischalten nach Erlegung von neuen Tierarten und sowas alles. Deswegen will ich da auf jeden Fall gucken. Zack. Will ich da auf jeden Fall gucken, dass wir da... Ja, Tiere, wenn wir sie sehen, killen. Hier ist auch 12 Tierarten, Brandgeschosse. Gut. Haben wir auf jeden Fall geschafft, eine Garnison zu befreien. Kartenscan im Shop verfügbar. Kartenscan. Wo denn? Hier ist doch der Shop. Konsumartikel. Kartenscan. Jo. Dankeschön. So, jetzt wird uns alles Wichtige angezeigt auf der Karte.
Ich überlege gerade bloß noch, ob wir hier sonst noch irgendwas machen. Gibt es hier nicht so eine Abenteuerteile? Oder müssen wir da in unsere Hauptgarnison zurück? Weil jedes Mal, wenn wir eine Garnison befreien, kriegen wir doch am Abenteuercomputer neue Abenteuer. Also Geiselrettung und den ganzen Schwachsinn. Aber ich find's jetzt hier nicht. Das heißt, das wird wahrscheinlich in einer anderen Garnison sein. Wir sind aber am Ende dieser Folge angelangt, waren ein bisschen wirr. Ja, was auch immer. Bis zum nächsten Mal. Fuck a doodle day.